So, ich bin jetzt am Flughafen, habe eingecheckt, es gab ein bisschen Probleme wegen meinem ganzen Gepäck. Also ich kann euch als Tipp geben, wenn ihr zur Sicherheitskontrolle kommt, macht immer euren Koffer direkt auf, sagt, ey, ihr habt viel Kamera-Equipment dabei. Und ja, zu meiner Geschichte, wie kam ich zu meinen Aufträgen? Ich habe halt angefangen für Kumpels Filme zu machen und vor allem für denen ihre Väter, wenn die zum Beispiel eine Firma hatten. Und ja, dann habe ich einfach da halt für die was gemacht, habe immer vielleicht so was, ja, 50 Euro oder sowas bekommen. Dadurch habe ich mir sozusagen Referenzvideos erstellen können, sozusagen für neue Kunden. Die habe ich denen dann gezeigt und irgendwann hat es dann halt geklappt, dass jemand gesagt hat, hey cool, das was du gemacht hast, habe ich auf Instagram gesehen oder auf deiner Website. Und das finde ich cool und ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten. Und so ist es dann alles entstanden und dann kam immer mehr und ja, also ich würde euch einfach empfehlen, macht am Anfang ein paar Projekte mit euren Kumpels, macht die umsonst, geht zum Beispiel einfach mal auf ein Event, filmt das, stellt es auf YouTube und wenn es gut wird, also erstens mal lernt ihr was dabei und wenn es gut wird, kommen irgendwann ganz von alleine die Leute und wollen mit euch zusammenarbeiten. Und das ist echt cool, bei mir hat es funktioniert und ja, ich hoffe natürlich auch, dass es bei euch funktioniert. Ich gehe jetzt zu meinem Gate, ist gleich Abflug und wir sehen uns dann in Berlin. Ja, wie kam ich zu dem Auftrag? Ich habe diesen Sommer eine Hochzeit gefilmt und der Dirigent aus Österreich ist der Onkel der Braut gewesen und er hat das Video gesehen im Nachhinein und war mega begeistert, hat mich dann angerufen und hat gesagt, hey, hättest du Lust auf eine Zusammenarbeit? Und dann habe ich das erste Mal einen Film in Frankfurt für ihn gemacht. Das seht ihr hier ein paar Ausschnitte. Und jetzt letzte Woche hat er nochmal angerufen und hat gesagt, hey, das war cool, hättest du auch noch Lust nach Berlin zu kommen? Und ich habe mich mega gefreut, weil Berlin echt geile Stadt. Ein paar Ausschnitte vom diesjährigen Konzert seht ihr dann am Ende. Die muss ich natürlich noch schneiden. Und ja, ich habe jetzt noch den ganzen Tag, ist schon am nächsten Morgen, weil ich gestern Abend keine Zeit mehr hatte. Und ja, wir gehen jetzt ein bisschen durch Berlin. Ich habe noch einen kleinen Tipp für euch, wenn ihr alleine reisen seid, so wie ich jetzt. Ich wollte ein Bild für Instagram machen, aber die Leute, die ich bisher gefragt habe, ob sie ein Bild von mir machen können, waren relativ unfähig. Hier ist mal ein Bild. Und ja, macht einfach ein Bild von der Location, wo ihr seid und dann lasst ein Bild von euch daheim machen und dann photoshoppt ihr euch einfach rein, wenn ihr damit umgehen könnt. So sieht das Ganze dann aus. Und ja, wenn man das nicht weiß, fällt das auch nicht auf. Und das ist immer ganz praktisch, wenn ihr alleine unterwegs seid. Erzählen wollte ist, wie ich überhaupt an so einen Auftrag rangehe. Also wenn ihr es geschafft habt, einen Auftrag an Land zu ziehen, dann google ich zum Beispiel immer als erstes die Location. Also schaue mir Bilder an auf Google oder ein paar Videos auf YouTube, um mir einfach einen ersten Eindruck zu machen, okay, wie sieht die Location aus, was gibt es vor Ort. Und genau so habe ich das hier jetzt in Berlin im Konzerthaus auch gemacht. Also ich habe mir ein paar Videos angeschaut, einfach um halt so einen guten ersten Eindruck schon mal zu haben. Und dann, bevor ich überhaupt anfange zu drehen, denke ich mir sozusagen schon im Kopf meine Geschichte aus. Also ich hatte zum Beispiel von Anfang an die Idee, dass ich mit einem Timelapse oder mit einem Hyperlapse vom Konzert aus anfange, dass man erstmal weiß, okay, wir sind in Berlin. Und dann ein paar Shots halt von der Location, vom Raum, von der Deko vielleicht und von der Ausstattung. Und dann geht es langsam an das Orchester ran, dass man weiß, okay, es ist hier ein Orchester, es ist ein Konzert. Und so baue ich das dann halt auf. Und ihr müsst sozusagen immer eine kleine Geschichte erzählen. Das kann ganz einfach sein, von zum Beispiel von Punkt A nach Punkt B. Also muss gar nichts irgendwie Großes sein, aber umso spannender ihr das macht, umso besser ist es natürlich für den Zuschauer. Und macht dann mehr Spaß, natürlich anzuschauen. Und ja, ich beende jetzt hier meinen Berlin-Vlog und zeige euch jetzt natürlich noch ein paar Ausschnitte von einem Konzert. Ich hoffe, der kleine Trip hat euch gefallen, die kleine Reise. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, wenn das Video euch gefallen hat.
wisst ihr, was ihr machen könnt. Und ja, bis zum nächsten Mal.